Der ARD-Radio-Tatort. Nano. Ein Milliardstel Meter. Treten Sie ein in eine faszinierende Welt. Treten Sie ein in die Welt des unendlich Kleinen. In die Welt der Atome. Neue Produkte, neue Prozesse, neues Weltverständnis. Willkommen in der Nanowelt. Willkommen im dritten Jahrtausend. Danke, Herr Sommer. Danke. Wir stehen in der Tradition der Alchemisten. Wir beherrschen heute die Materie genau dort, wo die klaren Grenzen zwischen Physik, Chemie und Biologie verschwinden. Auf der Ebene der Atome. Und ja, wir haben es geschafft. Unsere Arbeitsgruppe hat mit der Beschreibung und Herstellung von Verbundstrukturen auf Nanobasis ein wichtiges Forschungsziel erreicht. Vor allem freue ich mich, dass Herr Dr. Meixner von der Stuttgarter Firma Nanotech den Weg zu uns gefunden hat. Nanotech und wir werden in Zukunft eng zusammenarbeiten. Danke, Dr. Meixner. So, last but not least, mein Paper, das unsere Forschungsergebnisse zusammenfasst, wird in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Nature erscheinen. Ich denke, dies ist ein angemessener Grund, die Gläser zu erheben und anzustoßen. Auf den Beginn der Zukunft. Dr. Steiner, wenn Sie bitte die Präsentation starten würden. Darf ich fragen, was das soll, Dr. Steiner? Entschuldigung, ich weiß nicht, wie die Probe da reinkommt. Eine beeindruckende Nanomanipulation. Kreativ und geschmackvoll. Dass wir neue Materialien kreieren können, das wussten wir ja bereits. Dass man mit Nanotechnologie auch Texte schreiben kann, das sehen wir hier. Vorlesen. Was? Was verstehen Sie nicht, wenn ich vorlesen sage, Dr. Steiner? Ich höre. Du bist tot. Was? Du bist tot! In 5 Minuten bei mir, Dr. Steiner. It's possible that everyone gets crazy. Worse than now. Du bist tot, von Wolfgang Zander. Kommen Sie rein. Ach, Herr Pigo. Ich war gerade in der Nähe. Konzerthaus, Gendarmenmarkt, Wagnerabend. Während der Arie der Walküre musste ich plötzlich an Sie denken, Frau Professor. Champagner? Mhm. Gibt es was zu feiern? Falls Sie auf Dr. Steiner warten, er lässt sich entschuldigen. Was wollen Sie? Bleiben Sie ruhig sitzen, Frau Weißbach. Was soll der Knüppel? Wollen Sie mich etwa erschlagen? Netter Gedanke. Leider sind wir dazu viel zu gebildet, oder? Ich schon. Erkennen Sie ihn nicht? Den Knüppel? Ihr Präsentationsgeschenk vor einem Jahr. Ein Golfschläger. Extrem leicht, extrem hart. Ein Vorgeschmack auf die neuen Materialien aus Ihrer Alchemistenwerkstatt, wie Sie damals sagten. Ich habe mir erlaubt, ein Stück abzusägen. War tatsächlich harte Arbeit, aber ich wollte ihn immer gern dabei haben. Haben Sie ihn auch mal benutzt? Zum Golfen, meine ich. Sehe ich aus wie ein Vollidiot? Ich bin hier, weil Sie unsere Zusammenarbeit einseitig beendet haben. Unsere Forschung hat keine praxistauglichen Ergebnisse erbracht. Das habe ich Ihnen fristgemäß mitgeteilt. Damit endete die Zusammenarbeit, wie im Vertrag festgelegt. Und soweit ich weiß, habe ich mich auch für die finanziellen Mittel bedankt, die Ihre Firma in unsere Forschung investiert hat. Haben Sie sich nicht abgesichert? Sogar mit persönlicher Haftung. Das tut mir leid. Ich weiß, dass Sie einen Durchbruch erzielt haben. Durchbrüche sind was für Tunnelbauer, Herr Pigor. 3 Wochen, nachdem Sie die Zusammenarbeit aufgekündigt haben, wurden die ersten Stoffe synthetisiert. Ich werde Klage einreichen. Fair play, Herr Pigor. Natürlich herrscht hier Goldgräberstimmung. Ich verstehe, dass Sie mitmischen wollen. Wirklich.
Aber man muss auch verlieren können. Sie haben mich ruiniert. Ruiniert! Kommt so ein Wort in Ihrem Hirn überhaupt an? Für Ihr nächstes Engagement wünsche ich Ihnen mehr Glück. Auf Wiedersehen. Das ist Ihr letztes Wort? Mit Blick auf die 30 Jahre, die ich laut Statistik noch vor mir habe, hoffe ich nicht. Herr Polanski? Guten Morgen. Morgen. Hier ein Einschreiben für Sie. Wenn Sie bitte hier Ihr Kreuz machen würden. Der Brief ist vom Jugendamt. Einen schönen Tag noch, Herr Polanski. Warten Sie, das muss ein Versehen sein. Das hoffen Sie alle. Bis zum nächsten Mal. Hey! Das kann nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Da war doch nichts. Nichts. Was willst du denn, du Arsch? Beweg dich endlich! Alexander Polanski, sprechen Sie bitte. Alex, Lehmann hier. Geh endlich mal ran. Oberrat Schubert hat uns eine Leiche zugewiesen. Er meint, du sollst deinen Arsch sofort zum Hausvogteiplatz bewegen. Seine Worte. Wo steckst du? Hier ist der Teufel los. Alex? Alex? Könnte ich bitte Sophie Berger sprechen? Meine Tochter ist nicht da. Oma, kommst du? Komme sofort, mein Schatz. Kann ich ihr was ausrichten, Herr? Oma, was will der Onkel? Hallo, bist du Charlotte? Woher weißt du, wie ich heiße? Wie alt bist du? Was wollen Sie von uns? Wer sind Sie? Aua, meine Haare. Sind Sie verrückt geworden? Was soll das? Entschuldigung. Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Versuch's mal mit einem Navi, Alex. Wir sind hier fast fertig. Wer ist die Tote? Frau Professor Dr. Weißbach, Physikerin. 44 Jahre alt. Leitete die Arbeitsgruppe Nanomaterialien. Der Hausmeister hat sie in ihrem Büro gefunden, gegen 8.15 Uhr. Todeszeit, Todesursache? Wenn du pünktlich gewesen wärst, hättest du unseren Doc fragen können. Ja, ich war aber nicht pünktlich, Lehmann. Echt nicht? Hat gar keiner gemerkt. Nicht mal Oberrat Schubert. Ach, der schon wieder. Ich hab gesagt, du hättest diese Magen-Darm-Sache, die überall unterwegs ist. Ja, ich saß also auf dem Klo. Danke, Lehmann. Das würde mich wundern, wenn der mir geglaubt hat. Sie ist seit 9 Stunden tot. Erschlagen. Die linke Schädelseite ist völlig zertrümmert. Da muss jemand ziemlich wütend gewesen sein. Tatwaffe? Stumpfer Gegenstand. Bislang nicht auffindbar. Hast du eigentlich Kinder, Lehmann? Wie bist du denn drauf? Hast du? Na, noch nicht. Meine Frau, sie will erst einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und dann, naja, ist alles nicht so einfach. Du verdienst du bei uns nicht genug? Du etwa? Institut für Nanotechnologie. Woran arbeiten die hier? Irgendwas mit intelligenten Werkstoffen. Nano. Ist das nicht die Geschichte mit den sich selbst reinigenden Autos? Ja. Schrubben, waschen, föhnen. Aus. Ich sagte, da kommt ein riesiger Frust-Tsunami auf uns zu. Hast du die Aufkleber gesehen? Nanotechnologie tötet, ächtet die Nanotechnologie. Na, kaum gibt's was Neues, sind schon gleich wieder ein paar Leute dagegen. Ja, genau so einen hat unser Doc aus der Mundhöhle der Toten geholt. Der Aufkleber wurde ihr postmortem verabreicht. Tja, Nanotechnologie tötet. Ich guck mich mal um. Der Einbauschrank da. Die Tür ist kaputt, aus den Angeln gerissen. Physiker eben wollte das reparieren. Ich habe sie nicht angerührt. Die Tür? Frau Professor Weißbach.
der Kopf. Er sah so seltsam aus, wie verbeult. Wie lange sind Sie hier Hausmeister? Facility Manager. 10 Jahre, fast 11. Und wo waren Sie gestern zwischen 22 und 24 Uhr? Zu Hause. Prenzlauer Berg, Czarnikower 18, 4. Etage rechts. Zeugen? Nee, Aufkleber allein. Den Aufkleber schon mal gesehen, Herr Brauer? Ja, sicher. Ich hab schon hunderte von den Wänden gekratzt. Aber noch nie einen von den Typen beim Ankleben erwischt. It's possible that someone says you think so you are. It's possible that they spit on your grave. Jürgen? Jürgen? Musst du nicht los? Hast du was gesagt, Lisa? Gleich 11, du musst ins Institut. Ich habe heute frei. Wieso? Ich meine, die Weißbach... Ja? Du musst dich endlich um deinen Vertrag kümmern. Nun mach doch mal endlich die Musik aus. Was hältst du davon, wenn ich neu anfange? Ganz neu. Könntest du dir das vorstellen? Auf einmal. Wo würdest du gern leben wollen? München? Zürich? Sydney? Christchurch? Ich habe einen Job. Hier in Berlin. Wie lange noch? Und was ist mit dir? Darf ich vorstellen? Dr. Steiner. Physiker. 39 Jahre alt. Habilitiert. Hat seit 2 Jahren kein eigenes Paper mehr veröffentlicht. Hält Vorlesungen, gibt Seminare, bezieht Arbeitslosengeld. Und das nicht zum ersten Mal. Ich bin kriminell. 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 Würde mich nicht wundern, wenn eines Tages die Polizei vor der Tür steht. Vielleicht sollte ich mich selbst anzeigen. Was meinst du? Dieses scheiß System ist kriminell. Wo du nach zig Jahren an der Uni einfach rausfliegst. Und die Weißbach nutzt das aus. Die ist kriminell. Was soll das sein, das System? Man ist Teil des Systems, solange man mitmacht. Da hilft wahrscheinlich nur eins, aussteigen. Naja, das muss aber nicht heute sein. Oberkommissar Polanski. Ja, ich lasse Sie mal rein. Eine Etage höher, bitte, ja? You have a new text message. Always on is always stress, Lehmann. Schnellrecherche. Na bitte. Hier, guck mal. Gefahren der Nanotechnologie. Grey Goo, grauer Schlamm. Sich selbst reproduzierende Nanoroboter verwandeln die Ressourcen der Erde nach und nach in grauen Schlamm. Kohlenstoff-Nanoröhren ähneln Asbestfasern. Extremes Krebsrisiko, da kommt richtig was auf uns zu. Ein Eingriff von Nanopartikeln in den Stoffwechsel. Bei Fischen und Hühnern wurden bereits negative Folgen nachgewiesen. Da kann man richtig Schiss kriegen. Lass doch alles noch Panikmache. Du bist zu unkritisch, Alex. Und du bist fortschrittsfeindlich. Genau. Und deswegen habe ich ein Tablet und du hast keins. Das ist kein Fortschritt, Lehmann. Das ist Mode. Kannst du dich erinnern, was du vor 5 Jahren gemacht hast? Für was? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Was war denn vor 5 Jahren? Ich sag doch gerade, dass ich mich nicht erinnern kann. Ganz ruhig, Alex. Wenn du was loswerden willst... Ach so, noch was. Das Labor hat übrigens angefragt, was mit den Haarproben los ist, die du abgeliefert hast. Würde ich auch gern wissen. Also was ist denn los mit den Proben? Die sollen einfach ihren Job machen. Deine Beschriftung. Da steht nicht mal drauf, wo du die Haare her hast. Und wieso willst du wissen, ob ein Verwandtschaftsverhältnis vorliegt? Sind das Beweismittel? Wenn ja, warum weiß ich nichts davon? Wir sind schließlich Partner. Wir sind in der Testphase, Lehmann. Außerdem Partner. Was heißt das schon? Polanski! Herr Oberrat! Lehmann, raus! Und sagen Sie nichts, machen Sie einfach die Tür zu. Von außen. Herr Oberrat! Lehmann! Wissen Sie, warum ich hier bin? Um Sie aus dem Verkehr zu ziehen. Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Körperverletzung. Die Anzeige hat eine Frau Reiche erstattet. Wieso sagen Sie nichts? Und wann soll das passiert sein, Herr Oberrat? Das mit der Körperverletzung? Gegen 8.45 Uhr, heute Morgen. Ich war hier, im Institut. Wie kommt die Frau dann auf Sie? Keine Ahnung. Wollen Sie mich verarschen, Polanski? Sie waren heute früh auf Ihrem Diensttelefon nicht erreichbar.
Hat Ihnen Lehmann nicht gesagt, wo ich war? Lieben Sie Ihren Beruf, Oberkommissar? Ich glaube schon. Es hat mich beeindruckt, wie Sie die Touristengeschichte gelöst haben, vor einem Jahr. Reißen Sie also nicht alles mit dem Hintern wieder ein. Es ist nichts dran an der Anzeige? Nichts, Herr Oberrat. Wenn da irgendwas dran sein sollte, irgendwas, dann Gnade Ihnen Gott. Habe ich dir von der Sache mit dem Paper erzählt? Gestern das letzte Mal. Anderthalb Jahre Arbeit. Sie hat einfach ihren Namen an die erste Stelle gesetzt. Nature bringt den Artikel. Sie werden Schlange stehen. Alles. Die weiß einfach, wie sie es machen muss. Lass uns baden fahren, Lisa. Sacroer See. Ich habe heute Abend Schicht. Komm, bis dahin sind wir längst zurück. Die Schlampe hat dich ausgenutzt, Jürgen. Und du hast dich ausnutzen lassen. Sie ist keine Schlampe. An ihrer Stelle hätte ich nicht anders gehandelt. Wieso verteidigst du sie immer? Was soll sie denn machen? Sich die Stelle aus den Rippen schneiden? Sie hat dich arbeiten lassen. Ohne Gehalt, ohne Vertrag. Wieso denkst du nicht mal an uns? Was haben wir denn? Schau dich um. Seit 12 Jahren hängen wir in dieser scheiß Platte fest. Wir haben nichts. Nichts. Nicht mal ein Kind können wir uns leisten. Das wird anders. Ah ja? Die Weißbach kriegt alles. Die braucht nur mit dem Finger zu schnipsen. Wie meinst du das? Ach, tu doch nicht so, als wüsstest du das nicht. Ich packe jetzt ein paar Sachen zusammen. Wenn du jetzt nicht ins Institut gehst, wird sich nichts ändern. Die Weißbach musste auch ganz schön strampeln und auf vieles verzichten. Die hat auch keine Kinder. Geh. Mach einfach, was ich dir sage. Wollte Schubert dich nach Fukushima versetzen? Hast du die Anwesenheitsliste von dem Empfang gestern Abend? Ja, und noch ein paar Infos dazu. Fukushima bedeutet Insel des Glücks, Lehmann. Falsch beschriftet, würde ich sagen. Apropos, die Gerichtsmedizin hat noch mal angerufen. Frau Dr. Weißbach, halte ich fest. Das war sie bloß scheintot. Quatsch. Nee, sie war schwanger. 8. Woche. Und das mit 44. Alleinlebend, soweit wir wissen. Bis jetzt wissen wir gar nichts, Lehmann. Wir sollten rauskriegen, wer der Vater ist. Folge dem Sperma und dem Geld, oder wie? Genau. Wir brauchen Vergleichsproben. Von wem denn? Lehmann. Ich nehme die Nummer 1 auf der Liste, Dr. Steiner. Du nimmst die anderen. Nummer 1 ist heute nicht im Institut erschienen. Ist das eine Anschrift? Ja. So ein Tablet kann man auch ausmachen, Lehmann. Warum? Hallo, Sophie. Polanski, sag mal, bist du bescheuert? Was war das mit Charlotte? Deine Mutter hat dich also angerufen. Daher hat sie meinen Namen. Raus! Warum ich? Woher weißt du, dass ich arbeite? Also, dass ich hier arbeite? Ach ja, bist ja bei den Bullen. Das war doch das Letzte, was du machen wolltest, ha? Wie viel verdient man da? Das geht dich gar nichts an. Pass mal auf, du wirst die Hosen runterlassen, Polanski. Charlotte ist deine Tochter. 19.11. Die Party zu meinem Geburtstag. Du warst blau, ich war blau. Ich bin nicht der Vater deines Kindes! Das ist völlig unmöglich. Du weißt doch, ich bin schwul. Sag mal, der Aufkleber neben der Kaffeemaschine. Nanotechnologie tötet. Wo ist der her? Keine Ahnung. Vielleicht hat Lisa den angeklebt. Meine Partnerin. Pass auf, Polanski. Ich will nicht, dass du dich um Charlotte kümmerst. Bringst du sowieso nicht. Ich will nur dein Geld. Düsseldorfer Tabelle, ja? Keinen Cent mehr, aber auch keinen weniger. Klingt hart, ich weiß. Aber der Laden läuft nicht mehr. Einige Anwohner mögen unseren Biergarten nicht. Erst ziehen sie her wegen des Flairs. Und jetzt klagen sie. Die Einnahmen sind im Keller. Also zum Quartalsende werden wir schließen müssen, falls nicht ein Wunder geschieht.
Also ich brauche das Geld. Für Charlie. Hast du dein Studium geschmissen? Nein. Hab keinen Job gefunden. Deshalb habe ich das Café aufgemacht. Zusammen mit Lisa. Kaffeegrüßenwahn. Naja, hätte man auch anders nennen können. Sag deiner Mutter, sie soll die Anzeige zurückziehen. Meine Mutter hat dich angezeigt? Hast du deswegen Ärger? Nein. Ja, habe ich. Du bist wegen der Klage hier. Und ich dachte... Sophie, komme gleich. Du, ich habe noch andere Gäste. Komm rein. Na los. Hey, komm, das Wasser ist toll. Stell dir vor, die Weißbach wäre plötzlich nicht mehr da. Was? Dann könnte sie dir nicht mehr im Weg stehen. Die Leitung der Arbeitsgruppe fiele an dich. Die Uni würde dir eine Professur antragen. Und deine Forschungsergebnisse könntest du endlich unter deinem Namen veröffentlichen. Was soll der Quatsch? Hast du noch nie daran gedacht? Ich? Du leidest seit Jahren wie ein Hund, Jürgen. Wie ein verdammter, räudiger Hund. Das wird sich ändern, Lisa. Wie meinst du das? Lass dich überraschen. Bald, Lehmann. Immer mit der Ruhe. Also, da waren drei Masterstudenten, Doktorand Sommer, Postdoc bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Steiner, ein Herr Dr. Meixner, der ist Geschäftsführer von Nanotech, so einer schwäbischen Firma. Der Hausmeister kam wohl auch noch kurz vorbei. Aber jetzt kommt's. Die saßen da alle so zusammen, so Sektchen und so, hoch die Tassen, und da gab's plötzlich einen Zwischenfall mit so einer RTM-Probe. RTM? Rastertunnelmikroskop, hat mir ein Masterstudent erklärt. Damit können die Atome übereinander schichten, ganz wie sie wollen, und sogar Wörter schreiben. Jedenfalls stand da plötzlich während der Präsentation auf einem Bild, du bist tot. Hier ist schon länger was faul. Ja toll, wie du das zusammenfasst, Alex. Mensch, halt's Maul, Lehmann. Entschuldigen Sie bitte, das Institut wird gleich geschlossen. Raus! Macht dir die Polizeiarbeit eigentlich noch Spaß, Alex? Jetzt kommst du auch noch damit. Okay, okay. Dieser Doktorand, Ralf Sommer, der meinte, Frau Professor hätte die Nummer 1 ganz kräftig abgewatscht und in ihr Zimmer zitiert. Nicht zum ersten Mal. Sommer selbst will sich mit einem Glas Shampoos an seinen Computer zurückgezogen haben. Daten checken für die Doktorarbeit. Glaubst du ihm das? Die Tür zum Flur stand offen. Gegen 23 Uhr hat er laute Stimmen aus dem Chefbüro gehört. Die männliche konnte er nicht zuordnen. War nicht neugierig? Es ging offenbar um Geld. Was für Geld? Keine Ahnung, irgendeine Investition. Ach, hier. Was ist da drin? Ein Haar von Sommer. Fürs Labor. Ralf Sommer ist 28. Ja, eben. Hast du mit Steiner gesprochen? Ausgeflogen. Das Handy ist abgeschaltet und über Festnetz meldet sich nur der AB. Und dafür hast du 1,5 Stunden gebraucht? Ja und? Machst du jetzt einen auf Schubert? Und sag dem Sommer, dass er noch da bleiben soll. Du, Alex? Hm? Der Brief hier ist dir vorhin aus der Tasche gerutscht. Keine Angst, ich habe ihn nicht gelesen. Du hast ihn gelesen, Lehmann. Seh dir doch an. Ich meine, du bist doch schwul, oder? Das heißt doch noch lange nicht, dass ich unfruchtbar bin. Du hast also vor 5 Jahren? Natürlich nicht. Ganz sicher? Scheiße, nein. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Alex! Alex! Seit wann bist du wasserscheu, Lisa? Hast du was Essbares eingepackt? Finger weg von der Tasche. Muss ja was ganz Besonderes drin sein. Hier. Nur Brote? Sind die für die Enten? Lass die Tasche zu. Oh,
Was ist das denn? Gib her. Du sollst es hergeben. Lass los. Sorry, Lehmann. Dringende Magen-Darm-Sache. Hast du Meixner erreicht? Wie wär's denn mit Yoga, Alex? Oh. Meixner. Verwandtschaft erkennt man zuerst an den Augen. Ich meine, schau ihr in die Augen, falls es mal dazu kommt. Dann weißt du Bescheid. Meixner. Irgendwie beneide ich dich, Alex. Du tust nichts dafür, gar nichts. Und du kriegst das Beste von der Welt. Du kannst das Gehör gerne haben. Ich schenk sie dir. Aber nur, wenn es dir nicht ähnlich sieht. Passt dir vielleicht meine Nase nicht? Ich hab noch mal mit den drei Masterstudenten gesprochen. Die sind gegen 22 Uhr zusammen abgezogen. Ins Café Einstein. Fallen also raus. Wieso? Die Gerichtsmedizin hat das Gutachten gepostet. Auf mein Tablet. Trümmerbruch der linken Schädelseite. Zwei Schläge kurz hintereinander. Beim zweiten muss sie bereits am Boden gelegen haben. Und wann war das? Zwischen 23 und 0 Uhr. Was ist mit Meixner? Hat keiner gesehen, wann der gegangen ist. Er sitzt seit 7.10 Uhr in einer Boeing Richtung Bethesda, Maryland. Ziel der Reise? Lockheed Martin. Weißt du, dieser Waffenkonzern. Die hatten 2011 einen Umsatz von 46,49 Milliarden Dollar. 46 Milliarden. Durch Raketen, Satelliten, Drohnen und so ein Zeug. Und dieser Meixner will die neuen Materialien dort präsentieren, die die Weißbach-Gruppe erfunden hat. Er soll mit dem nächsten Flieger zurückkommen. Seine Sekretärin wollte das durchgeben. Wenn er nicht freiwillig umkehrt, hole ich ihn persönlich. Das habe ich ihr genau so gesagt. Das hier lag übrigens auf Weißbachs Schreibtisch. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag für Dr. Steiner ohne Unterschrift. Zeig mal. Dein Tablet will was von dir, Lehmann. Na los, sprich mit ihm. Wow. Unsere Innendienstler haben herausgefunden, dass Frau Weißbach schon mal verheiratet war. Und jetzt rate mal mit wem. Wieso wühlst du in meiner Tasche? Entspann dich, Lisa. Ich bin entspannt. Klar. Wie lange willst du eigentlich noch so tun, als ob alles in Ordnung wäre? Nichts ist in Ordnung. Nichts. Kommt auf die Ansprüche an. Auf das, was man will. Du redest von Ansprüchen. Du. Wie lange willst du eigentlich noch mit deinen Hirnscheuklappen durch die Gegend laufen? Okay. Frau Professor Weißbach wird mir ab jetzt jeden Wunsch von den Augen ablesen. Naja, fast jeden. Dann stimmt es also doch. Du und die Weißbach. Was ist denn los mit dir heute? Hey, warum schmeißt du den weg? Ich hol ihn dir. Lass ihn. Lass ihn, habe ich gesagt. Du sollst ihn drin lassen. Du leidest nicht nur wie ein Hund. Du bist auch schon ein Hund. Herein. Sind Sie Herr Sommer? Ja. Oberkommissar Polanski. Ich wollte Sie mal in der Sache Weißbach befragen. Was machen Sie hier eigentlich? Also, wir arbeiten an der Entwicklung von Werkstoffen, die die Luft- und Raumfahrt revolutionieren werden. Wir testen jetzt, oder besser gesagt, wir wollten testen, wie sich unser Material unter extremen Bedingungen und extremen Belastungen verhält. Die Werte sind enorm vielversprechend. Der Betrieb hier wird mit öffentlichen Geldern am Laufen gehalten. Machen Sie Witze? Ständig. Entschuldigung. Ohne Geld aus der Wirtschaft oder aus Stiftungsfonds könnten wir nicht existieren, aber das war die Domäne von Frau Weißbach, Profterrain, vermintes Gebiet. Worum ging es bei dem Streit, den Sie gehört haben wollen? Gestern. Einmal war vom Geld die Rede, soweit ich das verstehen konnte. Sie haben niemanden gesehen? Ein paar Minuten später kam Dr. Steiner vorbei. Er wollte nach Hause, das war so gegen 23:45. War er bei Frau Weißbach? Ja, kann sein. Sie hatte ihn zu sich bestellt. Wie läuft Ihre Doktorarbeit? Bestens. Haben uns die Masterstudenten wohl angelogen, Herr Sommer? Naja, es gibt Probleme mit einer MBE-Anlage. Sie ist seit Wochen defekt. Einige Versuchsreihen musste ich abbrechen. MBE? Molecular Beam Epitaxy.
Damit kann man Moleküle auf einem Substrat aufbringen. Wir sagen auch Most Broken Equipment. Frau Professor Weißbach wollte sich darum kümmern. Hat sie? Ja, nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber das ist kein Grund jetzt. Und Sie haben an diesem RT-Dings gearbeitet? Am Rastertunnelmikroskop? Haben Sie mit Dr. Sterner gesprochen? Wir haben uns schon gewundert, dass er nicht da ist. Herr Oberkommissar, kommen Sie mal. Setzen Sie sich mal hier hin. So, ich zeige Ihnen das mal jetzt, ja? Ja. Da auf dem Bildschirm. Das ist eine PTCDA-Moleküllage auf Graphit im RTM. Unter Hochvakuum. Moment, PTC... Perylen-Tetracarbonsäure-Dianhydrid. Ein Pigment, zum Beispiel für Autolacke. Ach. Nehmen Sie die Maus. Hier? Ja? Keine Angst. Senken Sie die Spitze in Richtung Substrat. So? Langsam? Langsam? Ja. Jetzt. Sehr gut. Sehen Sie? Sie haben mit Hilfe der angelegten Spannung ein Atom extrahiert. Setzen Sie es daneben wieder ab. Vorsichtig, vorsichtig. Langsam, langsam, langsam. So. Jetzt. Sehr gut. Wie fühlen Sie sich, Herr Oberkommissar? Sie haben soeben die Welt aus den Angeln gehoben. Wer hat das Nanogeschreibsel in die Präsentation eingebaut? Es sollte ein Joke werden. Du bist tot. Ein Joke. Naja, wegen dieser Aufkleber, die hier überall im Institut kleben. Nanotechnologie tötet. Total lächerlich. Sie hatten ein Verhältnis mit Ihrer Chefin? Bestimmt nicht. Waren Sie gestern Abend noch bei Frau Weißbach? Gegen 23:30, ja. Wieso rücken Sie es jetzt damit raus? Ich wollte ihr das erklären, das mit dem Spruch. Sie konnte ziemlich nachtragend sein. Wie haben Sie sie umgebracht? Ich habe mich bei ihr entschuldigt, das war alles. Sie hat gesagt, es wäre okay, ich solle verschwinden, sie würde sich um die MB-Anlage kümmern. Was? Entschuldigung, hören Sie schwer? »22 Aufkleber, Herr Brauer, in Ihrem Werkzeugschrank.« »Ja, und? Ich habe sie aufgesammelt und hier abgelegt.« »Kleben, kratzen, kratzen, kleben. Da hat man richtig zu tun. Und man kann ein paar Leute ärgern. Falls Sie den Hammer vermissen, er ist bei den Kollegen von der KTU.« »Was denn? Sie denken doch nicht etwa...« »Sie waren 1,5 Jahre mit Frau Weißbach verheiratet.« Oh »Mann, das ist über 20 Jahre her.« »Was ist passiert?« Kurzfassung? Ja. Wir waren glücklich, sie wurde schwanger. Sie wollte das Kind nicht, wegen der laufenden Promotion, heftiger Streit, Abtreibung aus. Dann hat sie sich an einen anderen geangelt. Irgendeinen durchgeknallten Mathe-Typen. Ziemlich banal, was? Sie haben zusammen studiert. Haben beide das Studium abgeschlossen. Mit Erfolg. Ach so, wieso ich Facility Manager bin und Sie Physikprof, ja? Läuft's darauf hinaus? Wo waren Sie in den 5 Jahren nach dem Studium? Das ist meine Sache. Und was haben Sie in Kanada gemacht? Wieso fragen Sie, wenn Sie schon alles wissen? Ich hätte in Kanada bleiben sollen. Sie und Frau Weißbach? Ja, 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 ja. Simone und ich. Was daran verstehen Sie nicht? Sie hat mich drüben gesucht. Und gefunden. Mich. Ja, hat sie mal jemand am Ende der Welt aufgespürt und gesagt, so, komm nach Hause, Frank, lass uns noch mal von vorn anfangen. Nee, das war wunderbar. Wir hatten eine kleine Wohnung, Lette Straße 4, Balkon zum Helmholtzplatz, mit Blick auf die Alkis. Die gab's damals auch schon. Von einem Tag auf den anderen war es wieder vorbei. Diesmal war es ein Prof. Wieso meinen Sie wohl, ist sie Prof geworden, weil sie so genial ist? Das sind doch Klischees, Herr Brauer. Ja, sie war genial. Doch, das war sie. Und sie war eine tolle Chefin im Rahmen des Machbaren. Die Leute aus der Arbeitsgruppe mochten sie. Nicht alle, würde ich sagen. Ja. Wie war das bei Ihnen? Hass, Rache sind ziemlich gängige Motive. Sie haben Liebe vergessen. Irgendwann stumpft jedes Gefühl ab. Entweder man macht es gleich... Oder man wartet auf die passende Gelegenheit. Du bist tot. Sie waren doch auch bei der kleinen Party. Hat's da Klick gemacht? Denken Sie doch, was Sie wollen. Hat Frau Weißbach Angehörige? Ja. Einen Bruder.
Er lebt in New York. Die Eltern sind tot. Wieso arbeiten Sie ausgerechnet hier? Und warum nicht? Moment mal. Ja. Ja, nee. Ja, der Ionenbeschleuniger war überhitzt. Ist doch klar, ja, alles wieder okay. Ja. Hat sie sich über die Aufkleber geärgert? Simone? Die mochte sowas. Vielleicht hat sie sie ja selber entworfen und geklebt. Nein, war nur Spaß. Sie haben ihr gestern einen dieser Aufkleber als letzten Gruß in den Mund gesteckt. Auch aus Spaß? Sind Sie wahnsinnig? Wir haben Ihr Alibi überprüft, Herr Brauer. Auf dem Überwachungsvideo der U-Bahn-Station Hausvogteiplatz ist deutlich zu sehen, dass Sie gestern 0.13 Uhr in die U2 nach Pankow eingestiegen sind. Sie haben uns angelogen. Ich war ab 22 Uhr in der Werkstatt. Hier im Keller. Simone und ich, wir waren verabredet. Also verabredet? Ja. Und sie kam nicht. Leider. Also sind Sie noch mal hoch. Worum ging es bei dem Streit? Ich bin von hier zur U-Bahn. Wer war die Frau, der Sie beim Einsteigen zugenickt haben? Wie? Meinen Sie Frau Steiner? Ich glaube, sie hat mich gar nicht bemerkt. Au! Was soll das? Ich habe nicht mehr allzu viele davon. Ja, wenn Sie wollen, kriegen Sie die wieder. Morgen. Vielleicht aber auch erst übermorgen. Ich habe nachgedacht, Alex. Du oder dein Tablet? Ich werde Schubert bitten, dass er mich einem anderen Partner zuweist. Ach. Sind dir die Fußstapfen zu groß, in denen du rumlaufen musst? Hier, die Adresse von diesem Pigor. Wiedersehen und schönen Tag noch. Aber übrigens, der Raum 338 bleibt bis auf Weiteres versiegelt. Sorry, Lehmann, ich muss nochmal weg. Kümmere dich um die Steiners, ja? Um beide. Worum kümmerst du dich? Willst du das wirklich noch wissen? Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Was hast du dir überlegt? Kinder sollten ihre Väter kennenlernen. Selbst wenn es Arschlöcher sind. Das habe ich mir überlegt. Ich habe kein Kind. Charlie malt gerade den Typen, der ihr heute Morgen ein Büschel Haare rausgerissen hat. Falls dich interessiert, wie der Kerl aussieht, sie sitzt da hinten. Es waren zwei Haare. Sie liebt ihre langen Haare über alles. Da sind zwei wie 2000. Wer ist die Frau bei ihr? Deine Mutter? Brauchst du Kontaktlinsen? Das ist Lisa. Sie übernimmt nachher die Abendschicht. Na los, du Blödmann. Worauf wartest du? Hallo. Du bist echt Polizist? Ja. Weißt du jetzt, ob du mein Papa bist? Naja. Mama hat gesagt, du hast mir die Haare rausgerissen, damit du sehen kannst, ob du mein Papa bist. Das waren nur zwei. 10. Krieg ich die wieder? Ich gebe dir ein paar von meinen. Deine sind aber braun. Na und? Au, nicht gleich so viele. Zähl mal nach, Lisa. 15, 15, 26. Hey, du schuldest mir 16 Haare, Charlotte. Dafür darf ich das Bild sehen. Der böse Mann da, das soll ich sein? Sie sind wirklich Polizist? Ja. Ich muss da mal wieder. Haben Sie auch mit Morden zu tun? Ciao. Morde? Was sind Morde, Lisa? Lehmann, LKA. Darf ich, Herr Dr. Steiner? Jetzt ist es also soweit. Ja. Ja, kommen Sie. Wo haben Sie denn den Tag über gesteckt? Baden. Am Sakroer See. Zusammen mit meiner Frau. Ach, Sie waren einfach so baden. Ja, warum nicht? Wie haben Sie es gemacht? Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Warten Sie, ich räume Ihnen den Stuhl frei. Sie sehen ja, es ist kaum Platz für die Bücher. Geht schon. Ich habe stillgehalten.
Sehr lange. Ich habe geglaubt, dass sich alles wieder von selbst einrenken würde. Nichts da, im Gegenteil. Aber forschen, das ist, als ob man sich auf der Suche nach dem Heiligen Gral befindet. Und dann, eines Tages... Wie haben Sie es gemacht? ...öffnet sich eine völlig neue Welt. Herr Steiner! Ich habe in den letzten 10 Jahren 9 Zeitverträge bekommen. 20 oder 30 Mal wurde mir eine Festanstellung versprochen. Im Augenblick bin ich arbeitslos gemeldet. Ich liege dem Staat auf der Tasche, nicht zum ersten Mal. Sie sind was? Wenn keine Drittmittel da sind, fehlt Geld für die Zeitverträge. Ich habe Arbeitslosengeld kassiert, auf Anweisung von Frau Weißbach. Ich war während der Zeit voll tätig. 83% der Forscher in diesem Land arbeiten inzwischen auf der Basis von Zeitarbeitsverträgen. In Großbritannien sind es nur 25%. Wissen Sie, was das für uns bedeutet? Private Planung? Vergessen Sie es. Wohnen, Familie, Kinder? Vergessen Sie es. Wissenschaft, das ist was für Masochisten und Vollidioten. Sie haben Frau Weißbach umgebracht, um aus dieser Mühle rauszukommen. Umgebracht? Ja, Ihre Arbeitslosigkeit interessiert mich nicht. Höchstens als Motiv. Ich bin von der Mordkommission. Umgebracht? Auf dem Schreibtisch von Frau Weißbach lag ein Arbeitsvertrag. Auf Ihren Namen. Wussten Sie davon? Nein. Hatten Sie ein Verhältnis mit Ihrer Chefin? Au! Was machen Sie mit meinen Haaren? Herr Dr. Steiner, Sie stehen unter Mordverdacht. Frau Weißbach wollte Sie nach der Präsentation sprechen. Es kam zum Streit. Ich war nicht bei Frau Weißbach. Ich stand vor ihrer Tür, ja. Da tauchte plötzlich Pigor auf. Er hat angeklopft und ist rein. Herr Pigor? Haben Sie mit ihm gesprochen? Kommen Sie bitte mit, Dr. Steiner. Nein. Nein, nein, nein. Bleiben Sie da stehen. Hören Sie? Kein Schritt näher. Was haben Sie denn da? Geht. Gehen Sie bitte. Geben Sie das Ding her. Es hat doch keinen Sinn. Legen Sie den Schläger weg. Steiner! Steiner! Da! Da! Ah! Feigling, Feigling, Feigling. Was ist, wenn sie wirklich deine Tochter ist, Polanski? Nein, 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 das ist völlig unmöglich. Und wenn doch? Was soll ich mit so einer Göre anfangen? Was willst du denn machen, du feiger Arsch? Soll ich mit ihr in den Zoo gehen und Pinguine anschauen? Willst du so tun, als ob sie nicht existiert? Soll ich sie 2 Mal in der Woche von der Kita abholen und so tun, als ob ich mich für Sandfarbchen interessiere? Willst du einer von diesen Idioten werden, die ihre Kinder verleugnen? Sie haben ein Motiv und Sie waren bei ihr, Herr Pigor. Das haben Sie doch gerade zugegeben. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich wusste von Steiner, dass da was faul war. Wir hatten uns angefreundet, Steiner und ich. Von wegen, keine Ergebnisse. Sie hatte Ergebnisse, positive. Deshalb habe ich Frau Weißbach auch aufgesucht. Leider erfolglos. Wussten Sie, dass Dr. Steiner arbeitslos gemeldet war? Deshalb wollte er mir ja helfen. Er hat sich geradezu aufgedrängt. Worum ging es in Ihrem Gespräch? Meine Firma Nanoplus kümmert sich um die praktische Verwertung von Forschungsergebnissen, Spezialgebiet Nanomaterialien. Die Revolution ist im vollen Gange. Wir werden jedes gewünschte Material im Labor herstellen können. Jedes? Fast jedes. Und wir, meine Firma und ich, wollen mitmischen. Uns in der Wertschöpfungskette ganz vorn einloggen. Wir wären ja blöd, wenn wir diese Chance vertun würden. Deshalb habe ich die Arbeitsgruppe finanziell unterstützt. Im Falle eines Erfolges hätte ich an den Ergebnissen und Patenten partizipieren dürfen. Laut Vertrag. Frau Weißbach hat mir aber die Zusammenarbeit aufgekündigt. Begründung? Keine Ergebnisse. Ich war raus. Kurze Zeit später hat mir Steiner gesteckt, der Durchbruch wäre geschafft. Wie würden Sie das nennen? Für mich ist das Betrug. Womit haben Sie zugeschlagen? Ich hab nicht zugeschlagen. Ich war schon fast an der Tür, da sagte die Weißbach plötzlich. Es tut mir leid, dass Sie wegen mir solche Unannehmlichkeiten haben, Herr Pigor. Aber Nanotech hat mich und damit die Arbeitsgruppe mit 25% an den Gewinnen beteiligt. Das eröffnet völlig neue Arbeitsmöglichkeiten. Ihre Konditionen waren leider nicht so entgegenkommend. Achten Sie das nächste Mal darauf. Außerdem hat Nanotech das bessere Know-how und die weitaus besseren Kontakte. Ich bin ausgerastet und habe diesen bescheuerten Golfschläger nach ihr geworfen. Zum Glück habe ich nicht getroffen. Wo ist der Schläger? Habe ich liegen lassen. Was haben Sie ihr in den Mund gesteckt? Polanski? Ja, du störst Lehmann. Bei Pigor. Ich arbeite. Stell dir das vor.
Ist das die Mordwaffe? Dr. Steiner. Ein abgesägter Golfschläger? Er hat gestanden? Wo? Kaffeegrößen waren. Sag mal, spionierst du mir nach? Lisa? Lisa Steiner. Was, die Steiner hat sich im Lagerraum verschanzt? Das kann doch nicht wahr sein, Lehmann. Komm, sag mir, dass das nicht wahr ist. Hol Charlie da raus, Polanski. Hol sie da raus. Es ist auch deine Tochter. Ach du Heilige, das glaube ich ja einfach nicht. Ist das die Kleine? Halt die Klappe, Lehmann. 30 Schwerbewaffnete, bist du völlig verrückt geworden. Anweisung von Schubert, Geiselnahme und dazu noch ein Kind. Die hat doch überhaupt keine Chance. Ja, das ist ja das Problem, Alex. Und du dürftest eigentlich gar nicht hier sein. Was hast du denn da für eine Beule, Lehmann? Steiner ist durchgedreht. Wenn du Charlie da nicht rausholst, Polanski, ich bring dich um! Hast du versucht, mit Lisa zu reden? Was für eine bescheuerte Frage! Sie reagiert gar nicht. Und Charlie schreit die ganze Zeit. Bring die Frau raus! Das meine ich ernst, Polanski! Ich bring dich um! Was will die Steiner? Sie will ihren Mann sprechen, da drin. Sonst keine Forderung? Noch nicht. Warum hast du mir nicht gesagt, dass die Steiner ausgerechnet hier arbeitet? Ja, kümmere dich um die Steiners. Deine Worte. Woher soll ich denn wissen? Ich habe sie nach ihrem Alibi gefragt. Da hat sie sich plötzlich die Kleine geschnappt. Okay. Lass uns nachdenken. Steiner hat gestanden. Er hat die Tatwaffe. Seine Frau war nach Aussage des Hausmeisters ebenfalls in der Nähe des Tatorts. Na, möglicherweise haben sie die Tat zusammen begangen. Grüße von der KTU. Der Golfschläger ist definitiv die Mordwaffe. Ups, dann noch einmal. Kannst du das Ding auch mal ausmachen? Laborergebnisse. Von den Haarproben. Zeig her. Alle Proben negativ. Scheiße. Die meisten Spuren laufen ins Leere, Alex. Das ist nun mal so. Ja, warst du gerade auf einer Weiterbildung? Und wieso haben die meine Probe noch nicht ausgewertet? Steckst du dahinter? Mach Yoga, Alex, bitte. Mach Yoga. Bring Dr. Steiner her. Willst du den da wirklich reinschicken? Schieß dir einen Weg frei, Lehmann. Na los, worauf wartest du? Lisa! Jürgen? Bist du allein? Ja. Lass die Kleine frei, Lisa. Charlie ist freiwillig hier. Stimmt, Charlie? Stimmt gar nicht. Ich will raus. Gleich, Charlie. Gleich. Ich habe ein mieses Gefühl, Alex. Die steht mit dem Rücken zur Wand. Ich habe die Weißbach umgebracht, Lisa. Die Polizei weiß Bescheid. Du kannst Charlotte gehen lassen, es ist vorbei. So eine wie die stirbt doch nicht. Doch, sie ist tot. Warum lügst du? Ich will zu meiner Mama. Halt einfach deinen Mund, Charlie. Lisa. Die ist völlig durch den Wind, Alex. Wir müssen eingreifen. Ich halte diesen Lisa-Getue auf, damit du es endlich kapierst. Ich hasse eure Arbeit. Kennst du das? Nanotechnologie tötet, ja? Ich hab die Aufkleber auf deinem Computer entworfen. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ich wusste es. Du hast es gewusst? Ja, schon lange. Weißt du, gestern ich wollte dich abholen. Du warst schon weg, da dachte ich, rede mal mit der großen Wissenschaftlerin. Also bin ich rein. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und schien überhaupt nicht erstaunt zu sein. Vor ihr lag dieser abgesägte Golfschläger. Ich habe sie gefragt, wie lange sie dich noch am ausgestreckten Arm verhungern lassen will. Finden Sie, dass Ihr Mann verhungert aussieht, Frau Steiner? Ich nicht. Im Gegenteil. Ein bisschen Sport würde ihm sicher gut tun. Seit 10 Jahren versprechen Sie ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 10 Jahre. Wissen Sie, wie viele Träume man in 10 Jahren begraben kann? Es war zu wenig Geld da, Frau Steiner. Es tut mir leid, aber ohne Versprechungen hätte ich Dr. Steiner nicht zum Bleiben bewegen können. Vor 4 Jahren stand Ihr Mann genau dort, wo Sie jetzt stehen. Er bat mich um Referenzen, wollte in die Wirtschaft wechseln. Ich musste reagieren. Wir wissen alle, dass es jetzt zu spät ist für einen solchen Wechsel, aber er kann hier arbeiten. Er ist ein großartiger Wissenschaftler. Er ist klug. Er ist brillant. Er ist fast so etwas wie meine Lebensversicherung. Aber
Das bleibt unter uns, in Ordnung? Ich werde dafür sorgen, dass er aussteigt. Jürgen? Jürgen steigt niemals aus. Das wissen Sie so gut wie ich. Nennen Sie ihn nicht Jürgen. Gehen Sie, Frau Steiner. Mit Jürgen kommt alles in Ordnung. Das verspreche ich Ihnen. Es wird sich einiges ändern. Dann fragte sie, haben Sie Kinder, Frau Steiner? Haben Sie Kinder, Frau Steiner? Nein. Ich erwarte eins. Ich freue mich drauf. Es wird sicher sehr klug werden. Sehr, sehr klug. Und hoffentlich auch ein bisschen brillant. Plötzlich hatte ich den Schläger in der Hand. Lisa! Sie lag so seltsam da. Und dann habe ich ihn gesehen. Dein Vertrag. Versprich mir, dass du das Institut verlässt. Versprich es mir. Lisa, bitte. Versprich es. Du sollst es versprechen. Ja. Ich habe hier einen von den Aufklebern in ihr Lästermaul gestopft. Schade, dass ich nicht mehr dabei hatte. Raus, verschwinde! Na los! Ich es mir anders überlege. Mann, Alex. Verpiss euch! Hol sie raus. After it's over. It's possible that someone says, I wish I never knew him. You think so you are. For you, nothing matters anymore. That they spit on your grave. It's over. It's possible. For you. Morgen, Polanski. Seit wann sagst du Polanski zu mir? Du sagst ja auch ständig Lehmann, Polanski. Bleiben Sie sitzen. Was haben Sie sich dabei gedacht, Oberkommissar? Polizeiarbeit ist keine Pokerrunde. Da hörst du's. Was? Nichts, Herr Oberrat. Scheint mir auch so. Sie haben sich nichts dabei gedacht. Naja, wir glaubten... Hab ich da eben eine Form des Verbs glauben gehört, Lehmann? Nie wieder will ich während der Arbeit dieses Wort hören. Sie haben Glück, Polanski. Die Anzeige wurde zurückgezogen. Hat Frau Steiner das Geständnis unterschrieben? Noch nicht. Was sitzen's dann noch rum? Bayerisches Großmaul. Falsch. Ich bin ein Berliner und ich sag Ihnen was. Ich bin gerne Berliner. Ich vergesse, Polanski. Das Ergebnis deiner Haarprobe. Ganz klassisch. In einem verschlossenen Umschlag. Persönlich abgeholt und nicht reingeschaut. Wir gehen rüber. Bist du nicht neugierig? Hey, Alex. Na bitte, Lehmann. Du hast wieder Alex gesagt. Du bist tot, von Wolfgang Zander. Es sprachen Alexander Polanski, Alexander Korn, Lehmann, Shorty Scheumann. In weiteren Rollen Navid Achavan, Robert Bayer, Karim Shamlali, Ursina Lardi, Petra Kelling, Karina Plachetka, Michael Rotschopf, Jockel Tschirsch, Josephine von Koslowski, sowie Peter Lohmeier als Dr. Steiner und Christiane Paul als Lisa Steiner. Musik Hermann. Gesang Lina Paul. Ton Peter Awar und Wenke Decker. Regieassistenz Roman Neumann. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013 für den ARD-Radio-Tatort.